Sind Paare noch dabei und wir sehen jetzt ein Paar aus Dänemark, Martin Götzsche, er kommt aus Kopenhagen und seine Partnerin ist Deutsche Gina Hoffmann aus München. Seit 2 Jahren tanzen sie zusammen und leben in München. Ihre Musik, Spanish Fiesta und Eso es el Amore, arrangiert von Pepe Iglesias. Absolut gelungenes Programm zum Auftakt dieser Chörweltmeisterschaft. Das ist besonders erstaunlich, denn wenn man bedenkt, dass diese Chör erst vor gut einer Woche einstudiert wurde, war das doch schon eine ganz perfekte Präsentation. Da war noch einiges improvisiert, das fiel aber kaum auf. Die nächste Chör hängt fast am seidenen Faden beim Anblick dieses Kostüms. Aber ich kann Sie beruhigen, es ist nichts passiert. Solange es Chör-Weltmeisterschaften gibt, nämlich seit 1989, sind diese beiden dabei, Alberto Pregnolato und Evelina Gobbo aus Italien. Ihre beste Platzierung bislang, Rang 5, das war im letzten Jahr bei der Weltmeisterschaft in Oslo. Bueno, señoras y señores, aquí está Café Latino, una grabación de una duración para bailar y para gozar, y que todo el mundo conocerá, porque aquí está y es Café Latino. Everybody, get up my feeling.
mit dem Jive klingt dieser Vortrag aus und das sind Ihre Stärken, die temperamentvollen Tänze. Lieber Samba als Rumba, darauf hätten Sie sich doch mehr konzentrieren sollen. Das ist Oliver Wesselterhorn, einer von 7. Enttäuschung für die Italiener, denn sie konnten sich hier nicht für die Endrunde qualifizieren. Unser nächstes Paar kommt aus Frankreich, Marc und Martine Barbieri, genauer gesagt aus Marseille. In der letzten Woche nahmen sie noch an den Europameisterschaften in Oslo teil, belegten dort einen beachtlichen Platz. Und sie interpretieren Melodien der wohl berühmtesten französischen Chansonette, Edith Piaf. Damit der Horn und Martina Bräutigam. If I were a painting, captured on painting. Alone in the portrait I stand. Brush strokes bold, yet soft as a whisper, the word of a feminine hand. Caught in the still light, surrounded by shadows, or lost in a background of blue. If I were a painting, my price would be pain, and the artist would have to be you. I imagine the colors would all run together if you ever allowed me to run. So don't paint the tears, just let me remember you. Without you in my eyes, it's only the pain that holds me together as we falling apart. If I would have been, I wouldn't feel, and you wouldn't be breaking my heart. Standard tanzen in Perfektion, von ihrer exzellenten Fußtechnik und von ihrer Ausdruckskraft haben die mehrfachen deutschen Meister der Professionals in den Standardtänzen nichts verlernt. Wir kommen jetzt zur Endrunde, gewissermaßen zum Gipfeltreffen der 6 besten Paare der Welt. Und es geht gleich los mit einem Höhepunkt, denn die Dritten der Weltmeisterschaft des vergangenen Jahres sind auf dem Parkett. Hein Espen Hattestad und Marianne Zekrissen aus Norwegen. The problem, my brother, here.
mit der ersten Darbietung der Finalrunde. Diesmal hat alles geklappt bei den Norwegern in der Finalrunde. Die Bewegungen verkrampft, das hing vielleicht auch mit der für sie ungünstigen Startnummer zusammen. Da mussten sie nämlich als Letzte auf das Parkett. Das ist ja bei jedem Tanzpaar anders. Die Norweger wollen gerne als Erste raus und nicht zurückhalten, wollen dem Publikum sofort zeigen, was sie können. Als Nächstes sehen wir jetzt die Vertreter aus Polen. Krzysztof Wasilewski und Karolina Felska, sie sind ein absolutes Paar, das heißt, sie beherrschen die lateinamerikanischen Tänze genauso gut wie die Standardtänze, waren zum Beispiel vor 2 Wochen in Berlin bei der Standard-Kür-Weltmeisterschaft dabei und kamen sogar bis ins Finale. Ihre Melodien von der Popgruppe Queen, und Sie werden sicherlich gleich den Song erkennen, Bohemian Rhapsody, gesungen von Freddie Mercury. Look up to the skies and see. I'm just a fool. I know it. Little silhouette of a man.
Das Ehepaar Wasilewski mit einer wunderschönen, gefühlvollen Darbietung. Die beiden absolvieren zurzeit eine Ausbildung als Tanzsporttrainer in Gütersloh, wo sie auch leben, wollen dann aber in nächster Zukunft zurück nach Polen, in ihre Heimatstadt Alsten, um dort weiter Talente zu trainieren. Sie starten für Australien, haben aber nur einen sehr kurzen Anreiseweg auf sich nehmen müssen. Beide leben nämlich in Holland, in Slagharen. Seit 2,5 Jahren tanzen sie zusammen. Auch dies ist ihr erster Auftritt bei Welttitelkämpfen. Will van Rossel und Janine Glasson. Eine Überraschung am Ende, nicht nur optisch, ein super Paar. Ich weiß nicht, ob Sie es gemerkt haben, in kaum einer Kür bis jetzt gab es so viele Spins, so viele Pirouetten, die beherrschen Sie nämlich aus dem FF und deswegen gab es hier eine nach der anderen perfekt zentriert. Das ist Ihre ganz große Stärke. Auch jetzt sehen wir wieder eine internationale Verbindung, nämlich eine deutsch-kanadische. Auch dieses Paar hat sich wie viele andere bei einer Tanzsportveranstaltung kennen und schätzen gelernt. Im Fall von Brian Turner und Brigitte Meyer war das bei den offenen amerikanischen Meisterschaften vor 2 Jahren in Miami. In dieser Zeit haben sie sich kontinuierlich gesteigert und verbessert und das nicht nur auf der Tanzfläche. Brian Turner spricht inzwischen perfekt Deutsch. Auch die Musik, die Sie gleich hören werden, kennen Sie. Filmmusiken aus dem US-Streifen Pink Panther.
Wenn Sie Lifts oder Hebungen, liebe Zuschauer, in einer Kür sehen, dann ausschließlich in der letzten 8 Takten einer jeweiligen Musik. So schreibt es nämlich das Reglement vor, nur dann ist es erlaubt. Das Paar Thorner-Meyer hat gänzlich auf Hebungen verzichtet. Es ist ganz einfach. Sie haben sich gesagt, das ist nicht unsere Stärke und bevor wir irgendwelche Dummheiten machen in einer Kür, lassen wir die Hebung lieber ganz weg. Und damit geht es jetzt in die spannendste Phase der Chörweltmeisterschaft, denn es stehen nur noch die Küren der beiden deutschen Paare aus. Zunächst kommen Hans-Reinhard Galke und Bianca Schreiber aus Freiburg, die zweifachen Europameister der Amateure in den lateinamerikanischen Tänzen. Und ihre Kür setzt sich nicht nur in der Musik deutlich von all den anderen ab. Yeah.
dem ehemaligen lustigen Lateinpaar haben sich ernsthafte Interpreten entwickelt. Das war ein Vortrag aus einem Guss. Sicherlich wurde hier nicht jedermanns Geschmack hundertprozentig getroffen. Diese Choreografie ist gewöhnungsbedürftig, aber auch Rachel Pene und Lydia Weißer, die in Bonn vor heimischem Publikum tanzen. Fuiste mía, solo mía, 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 cuando tu boca y tus ojos de juventud rebosaban. Fuiste mía, solo mía, 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 cuando tus labios de niña, mis labios los estrenaban. Fuiste mía, solo mía, mía, mía. Entre la luz, una colina cerrada, lo mejor de tu vida me lo he llevado yo. Lo mejor de tu vida lo he disfrutado yo. Experiencia primera, despertar de tu carencia salvaje, me la he bebido yo. Me la he bebido yo. Thema dieser Kür, zweifelt zum Beispiel die Samba oder Cha-Cha, begleitete dann wieder die Musik von James Last. So, danach wurde also gerechnet, alle Paare haben wirklich eindrucksvolle Leistungen dargeboten. Wir kommen jetzt zur offenen Wertung. Die offene Wertung bitte für Paar Nummer 2, Couple Number 2, please. Und das ist die Wertung für Brian Turner und Brigitte Meyer aus Kanada. Es geht nach dem Prinzip, nach der Mehrheit der besseren Plätze, und das ist Rang Nummer 4 für das Paar aus Kanada. Als nächstes die offene Wertung für Hein Espen Hattestad und Marianne Zekersen aus Norwegen, die Dritten der vergangenen Weltmeisterschaft. Ein fünfter Platz, der vierte Platz von Oliver Wesselte-Horn, und im Schnitt ist das wieder die Bronzemedaille für die Norweger. Und jetzt geht's um die Wurst. Das ist die Wertung für Ralf Lepene und Lydia Weißer. Ich kann Sie beruhigen, das ist siebenmal der erste Platz. Der Herr aus Japan hat sich da im Täfelchen vergriffen, aber das wurde hinterher sofort korrigiert. Ralf Lepene und Lydia Weißer, die alten und neuen Weltmeister in den Kür-Lateintänzen. Und damit war klar, dass Hans-Reinhard Garke und Bianca Schreiber den zweiten Platz belegen würden. Und für sie ist das ein Riesenerfolg, denn sie waren ja hier zum ersten Mal erst dabei. Und am Ende der schönste Augenblick für die Sieger und Platzierten, Bilder von der Siegerehrung
Niemand wurde hier enttäuscht. Es blieb alles bei den Erwartungen. Lydia Weißer und Ralf Lepene konnten also erfolgreich ihren... Die Sechster bei der Europameisterschaft in den lateinamerikanischen Tänzen und ihre großen Konkurrenten waren vor ihnen. Also das war nicht ganz leicht hier heute, nehme ich an. Nein, mit Sicherheit nicht. Hansi und Bianca sind sehr, sehr starke Konkurrenten und wir beide schätzen sie auch trotzdem als so als Menschen. Sind beide ganz, ganz toll und sind eben halt auch ernst zu nehmen. Wobei, wir müssen sagen, am Wochenende hatte ich eben halt eine Rückenverletzung und tierische Magenbeschwerden, es ging also gar nichts. Und wir wollten aber nicht aufgeben, denn irgendwo denkt man immer als Profi, aufgeben gibt's nicht. Was schätzen Sie denn, wie viele Schüler Ihrer Tanzschule heute hier Sie angefeuert haben? Das ist schwierig zu sagen. Also Tanzschüler waren eigentlich nicht so viele da. Wir hatten eine kleine Gruppe so im Hintergrund. Aber ich glaube, das war eher das ganze Bonner Publikum und eben auch viele aus Hamburg, aus München, aus dem ganzen Bundesgebiet sind sie angereist. Und ich glaube, der Funke hat übergesprüht einfach auf das Publikum, genauso wie bei Hansi und Bianca. Das Publikum hat mitgespielt und hat eben halt für die Deutschen gebrüllt und geklatscht. Und dafür bedanken wir uns bei unserem deutschen Publikum. Also auf der einen Seite kann man sagen, man wird durch so ein Publikum, durch heimische Atmosphäre nach vorne gepusht. Es kann aber auch eine ganz gehörige Belastung sein. Wie ist das für Sie? Ja, mit Sicherheit kann es eine Belastung sein. Sagen wir mal, wenn man selbst sich nicht so gut fühlt und man dann noch irgendwie das erzwingen will. Aber wenn man sich eigentlich gut fühlt, und ich glaube, das haben wir haben viel trainiert davor, und das Publikum da mitspielt, dann ist es eigentlich nur toll. Also, und das war heute der Fall. Und ist ein schönes Gefühl. Noch einmal die Weltmeister 1992 der professionellen Simgür-Tanz auf der Fläche mit ihrem Ehrentanz. Ralf und Lydia. Tscha, tscha, tscha. Und jetzt haben Sie auch einmal den Herrn gesehen, der hier in souveräner und netter Form durch den Abend leitete. Das war Turnierleiter Heiko Feltens, der Präsident des Allgemeinen Deutschen Tanzlehrerverbandes. Und das ist das Privileg der Weltmeister, der Siegertanz. Noch einmal Ralf Lepene und Lydia Weißer. Und sie haben ein letztes Mal in Bonn die Tanzfläche ganz für sich allein. Das war sie also, die vierte Chörweltmeisterschaft der Professionals in den lateinamerikanischen Tänzen. Viele neue Ideen wurden präsentiert in einer Disziplin, die zweifelsohne noch in den Kinderschuhen steckt. Die Tänzer waren jedenfalls mit großer Begeisterung dabei. Ich hoffe, dass es für Sie zu Hause, liebe Zuschauer, gleichermaßen sportliche wie unterhaltsame 45 Minuten waren. Und darf mich von Ihnen mit den Bildern des Siegertanzes von Ralf Lepene und Lydia Weißer aus Bonn verabschieden.